Der Weihnachtsmarkt am Mannheimer Wasserturm. Lebkuchenstände, Glühwein, besinnliche Stimmung. Wir sind mit Showtrickdieb Giovanni Alecci unterwegs. Er zeigt uns die Tricks der Taschendiebe. Als erstes nimmt er diese Handtasche ins Visier. Kannst du sie mal von hier ansprechen und ich nehme die Tasche mit? Unser Reporter fragt nach dem Weg in die Innenstadt. Der Klauexperte greift zu. Die junge Frau bemerkt nichts. Wir lösen die Situation auf. Oh, eine kleine Ablenkung reicht. Man schaut in die andere Richtung und ist die Tasche weg. Gesehen, wie schnell es geht? Nie ablenken lassen und besonders in andere Sachen schauen, in andere Richtungen schauen, wenn die Wertsachen da liegen. Ja. Haben Sie gar nichts gemerkt? Nee, überhaupt nicht. Taschen am besten eng am Körper tragen. Giovanni Alecci scannt den Weihnachtsmarkt nach weiterer Beute. Mein Scanner funktioniert so, dass ich nach Wertsachen suche, die leicht zu stehlen sind. Weil ich möchte ja einmal nur kurz hingreifen und die Sachen verschwinden lassen. Umso leichter es geht, umso eher greife ich zu. Plötzlich entdeckt er ein Handy, das einladend aus der hinteren Hosentasche eines Mannes lugt. Giovanni Alecci nutzt einen einfachen Trick. Du hast hier alles weiß, alles gut. Während er den vermeintlichen Fleck wegwischt, hat er mit der anderen Hand blitzschnell das Handy aus der Hosentasche gezogen. Echt? Seid ihr schon mal beklaut worden? Jeder andere Dieb wäre jetzt weg. Das. Guck mal, was gleich. Nee, wir haben nicht das Gleiche. Das ist du Ding, ey, scheiße. Du Gauner, ey. Aber hast du gesehen, wie schnell das geht? Ja, ich hab nur kurz abgelenkt und schon. Gar nichts gemerkt jetzt irgendwie mit dem Handy? Überhaupt nichts. Gar nicht. Oh, jetzt bin ich aber sauer. So schnell wird er das Handy wohl nicht mehr in die hintere Hosentasche stecken. Geil. Cool. Also am sichersten ist es, Jacke aufmachen, rein, Reißverschluss zu, also innen drin den Reißverschluss zu machen. Alles, was für mich schwer ist, ist für jemand anders auch schwer. Und wenn ich mir das Leben leicht mache, mache ich es den anderen auch leicht. Und die Diebe werden immer raffinierter. Um möglichst unauffällig Körperkontakt herzustellen, nutzt Giovanni ein Sicherheitsetikett aus einem Modemarkt. Neue Jacke? Hast du die Jacke neu? Nee, hast du gar nicht gesehen, was hier hängt. Schon klemmt das Sicherheitsetikett an seiner Jacke. Aber ist schon deins, oder wie kommt das da dran? Warte, ich mach's dir ab, so, dann kannst du gehen. Dankeschön, viel Spaß. Der Geldbeutel ist unbemerkt verschwunden. Ufa, hast du ein bisschen Geld mit? Was? Hast du ein bisschen Geld mit? Oh. Schon weg. Das sitzt so locker in der Hosentasche. Das kann man da wirklich, da greift man so da rein und kann es rausziehen. Hätte ich nicht gedacht. Ist schon krass, wie schnell das geht. Ja, ist schon krass, ja. Hier, wo es eng wird, auf dem Weihnachtsmarkt, also wirklich, ne, am besten immer vorne. Von vorne unauffällig etwas rauszuklauen, ist für Diebe immer schwieriger als von hinten. Auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt macht Showtrickdieb Giovanni Alecci reiche Beute. Wer bemerkt, dass er gerade beklaut wird, sollte besonnen reagieren. Ja, es wird ja sehr oft gesagt, festhalten und nein, einfach nur laut schreien, ey, der hat mich beklaut, dass alle aufmerksam werden und dann ist die Person verbrannt und dann kann er nichts mehr machen. Bloß nicht festhalten, also der Eigenschutz geht immer vor. Man weiß nie, ist dieser bewaffnet, hat er da ein Messer, vielleicht stickt einmal kurz zu, dann habe ich nichts davon. Also, dann soll er lieber die Sachen klauen, aber ich habe mein Leben noch. Ist der Geldbeutel weg, sollte man sofort alle Zahlungskarten sperren lassen und Anzeige erstatten. Giovanni Alecci testet nun eine besonders perfide Klaumasche. Wer lässt sich schon ein Foto mit dem Nikolaus entgehen? Ein Foto. Nee, gleich. Gleich. Das da rein, aber da kann ja nichts passieren. Was hast du da noch drin? Da musst du echt aufpassen. Komm, wir machen mal zusammen ein Foto. Zusammen dann mal bitte lächeln. Und schon hat ihm Giovanni Alecci das Handy aus der Tasche gezogen. So, jetzt kannst du nach vorne gehen, machst von uns ein Foto. Aber geh erst nach vorne und dann machst du ein Foto. Bitte? Hast du gerade in der Tasche gehabt. Ich glaube, der Nikolaus kommt aus Sizilien. Sicilian, ich achte immer drauf, aber ich habe nie wirklich nichts gemerkt. Ja. Ich habe nichts gemerkt. Jetzt damit gerechnet, dass sogar der Weihnachtsmann das Tricktief unterwegs ist? Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Überhaupt nicht. No,
Das war ja einfach. Die Leute lassen sich berühren, die Leute haben Spaß dabei. Ja, und dann kannst du wirklich links und rechts in die Taschen greifen. Leichter geht's nicht, die Menschen abzulenken. Diesen Besucher nimmt er aus wie eine Weihnachtsgans. Handy weg. Geldscheine weg. Und das ist längst nicht alles. Hast du hier drunter geparkt oder warst du geparkt? Ich habe da oben in der Wärterstraße geparkt. Okay, ich gehe da mal Auto holen. Nee. Natürlich bekommt auch er alles wieder zurück. Zum Schluss wagt sich Giovanni Alecci an eine besondere Herausforderung. Die Umhängetasche dieses Mannes. Ja. Aber konzentrier dich bitte drauf. So einmal bitte da ein Foto machen. 1, 2, 3. Und wir lächeln. Schau mal hier, ich habe ja eine schöne Tasche. Hey. Wie haben Sie das gemacht? Wo war die? War die hier so rumgelegt und da hast du dann gemerkt. Wie schnell das geht. Ja, aber hast du da noch alles drin gehabt? Ja. Mein Handy ist weg. Bitte? Hast du hier dein Handy? Ey, wie machen Sie das? Ja, das ging schnell, aber ich sag's, war der Weihnachtsmann halt. Der kann sowas. Und nicht nur der. Trickdiebe erfinden sich ständig neu. Und Weihnachtsmärkte sind zurzeit ihr Lieblingsrevier. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.